Ja, gut. Kenny, was brauchst du eigentlich gerade? Ein Drachen? Voll cool. Geil, Jenny, wo hast du die Ja. Idee her? Weiß ich nicht. Keine Sinne Sinn. Finde ich gut irgendwie. Weiß Ja, nicht. ich Jenny ist finde, aber wir so sollten. kreativ. Ja, Jenny ist voll kreativ. Alter, jetzt kann ich Okay. doch aus dem Ich Basketballkorb kann machen. mal was. Du kannst Alter. malen? Überlege Nein. gerade, Auch wenn ich das echt so baue, noch? dann, wenn ich das so baue, dann kommt man ja wirklich aus dem Po-Loch vom Drachen raus. Oder soll das Lava sein? Nee, Lava ist ein bisschen Ja. gefährlich. Wasser, oder? Nee. Hat der Was ist weiße das hier? Zähne Was oder ist das? gelbe? Gelbe, der hat Karies. So, Fabi, jetzt passt es. Guck dir bitte den Kopf an. Schwarze auch nicht. Hä? Kopierst du auch noch meinen Augenstil? Ja, wie soll ich die denn Was ist anders denn? machen? Aber er hat doch nur Rotze in einem Au Nase. Du musst mehr Rotze Ja, hier komm machen. hier, so. Nee, warte, 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 ich habe eine bessere Idee. Wir machen So, hier, schau. flüssige Sieht aus wie Rotze. so ein. Sieht aus wie so ein Hund, Alter. Du bist ein Hund. Eine sabbernde Bulldogge, Jetzt weißt sah er echt, das echt aus, als würde er das sabbern jetzt gerade, du? Ja. weil der Wasserberg ja noch unten war. Fabi, der schlabbert jetzt gerade seine eigenen Rotze. Geil. Finde ich eine gute Idee. Alles klar, Deinen lassen wir so. eigenen Rotz. Boah. Ja, voll eklig. Gönn dir das. Der Mund ist fast da. Ja, ich brauche jetzt die Krallen hier. Alter, ist das eklig. Rocky, mach das weg. Ich hätte das mit der Rotze nicht erwähnen sollen. Ja, ist gut Ich gewesen. stehe auf Rotze. So, jetzt muss ich noch einen Mann. Schlabberlappen reinmachen. Warum habe ich nochmal gesagt, ich mach mit? Mach dem so eine Schlangenzunge. Weil es dir Ich will Spaß selber nicht macht. mehr mitmachen. Nein. Wow. Boah, Jennys sieht So. aber auch schon krass aus. Aber man Zwei könnte Finger Jennys drin. mit ein paar wenigen Steinen, glaube ich, auch zu einem Hühnchen machen. Das habe ich mir aber vorhin auch schon Das ist gedacht. gerade mal der Vorderteil. Ja, ich weiß, aber wenn du jetzt gerade so bist, ja, guck mal, man macht jetzt hier einfach nur kurz einen Hühnchenkopf drauf und dann ist es ein Hühnchen. Wenn du jetzt gerade so bist. Was zum Teufel meinte das? Das war eine Gesangseinlage. Sehr schön. Danke. Bitte nicht nochmal. War nicht gut, nee. Verschonen uns. Ich werd auch immer gedisst, wenn ich singe, deswegen darfst du das auch nicht. Okay. Ich glaube, Jenny, dein Drache ist deutlich größer als meiner, kann das sein? Nein. Warum fange ich ja nicht immer als Erster an? Alle bauen dann immer alles größer als meins. Schweinerei, nächstes Mal baue ich einfach nur einen großen Fuß. Ja, macht das erst, Ich das hab echt einen Fuß schwierig. gebaut. Fürchtet Naja. Also euch. Füße würde ich jetzt nicht empfehlen. Alter, was ist denn Nee. das? Sieht aus wie ein Krokodil im Blau. Oh, was Das ist sind das? die Das sieht aus wie Krallen, ein guck mal. Burger, wie irgendein Burger mit einer Salami Ja, in der da Mitte. greift er so aus dem Wasser raus und krallt sich so im Boden fest. Ey, komm mal, so schlecht ist das jetzt nun nicht. Jetzt Wie er gerade, übertreibt man komm, nicht ganz so. Es ist besser als der Fuß, ja. Ja. Voll, danke. Ich glaube, jetzt Man hast müsste du so, ihn man müsste richtig sowas drüber, gekränkt. man müsste sowas drüber machen, dass er so Feuer speit, kurzfristig, also Ja, nur, warum kurzfristig, ist das ne? überhaupt so ein Kastenkopf, Alter, entspann dich erstmal, das ist nur die Fresse, ja? Juju hat doch gar nichts mit der Sache zu tun. warte mal, mir fehlt noch was. Man kann nicht mal in den Mund rein. Ja, so Sinn der Sache. Der ist auf Diät. Ja, aber egal. So. Alter, Rocky, Ja. wenn du das sehen würdest, würdest du Angst haben? Sieht dir das bedrohlich aus? Richtiges Kroko. Nein. Es kommt immer darauf an, vor was du dann Angst hast. Vor demjenigen, der das gebaut hat, aber du denkst, der ist ja ganz schön krank im Kopf, Ich oder? habe Angst vor. Na, ist egal, ich sag dazu gar nichts. Du kannst das auch nicht so Oh, ist das platt schön. bauen. Der muss doch so ein bisschen Ja, das ist doch hinten. erstmal nur der Mundgrundriss hier, Mann, das ist die Hast du doch schon Findungsphase, Luke. Augen hinten? Nee, die war Die Findungsphase, die schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, sie haben immer noch Passiert nichts halt. gefunden. Ja. Doch, wir wissen, jetzt bauen wir dem Sie Zügel müssen noch ihre auseinander. innere Mitte finden. Wisst ihr, was bei dem Vieh noch fehlt? Pass auf, Was wenn denn? Willi fragt, dann immer Rotze. Nein, 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 Nicht nein, nein. viel.
Nein, 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 nein. Aber dem fehlen, dem fehlen die Badass Ringohr, diese Riesenohrringe, weißt du? Meinst du die Tunnel? Ding! Dinge. Hä? Wow. Was ist denn? What the fuck? Ihr habt doch keine Ohren an dem Ding dran. Da muss ich das jetzt einfach sagen. Alter, ja, dein Hund fehlt auch noch Schlappohren, ey. Ja, die kommt tatsächlich noch dran. Ich wollte voll den netten Drachen machen. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber ein Chroma hilft. Oh, alle sind nur am Rummeckern, ey. Baut doch eure Sachen. Toll. Alter, jetzt hör auf, meine Nase hat so gut. Der kann doch gar nichts sehen, so hätte ich nochmal abbauen. Boah, Alter, gut, die Augen, warte. Das sind doch auch gar nicht die Augen, du Schmuggel. Jenny, übrigens gut, dass ich in dem aktuellen, in meinem Notfallpack kein Chroma Hills habe. Also ich habe da, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie mein Notfallteil hat, heißt. Weiß ich nicht, mit diesen komischen, was auch immer das darstellen soll. Drachen? Also meine Blöcke sehen aber auch nicht so cool aus. Bei mir sieht das aus, als hätte der mechanische blaue Kastenteile. Ja, bei mir sind da diese Schnörkel drauf. Weißt du, so blau mit diesen weißen Schnörkel-Labyrinthen-Dinger da. Jetzt kommen da auch noch Schnörkel zu. Alter, ist Leute. Ja, Vanilla, ist kein Problem. Ist ja kein Problem. Wir gehen schon. Ja. Tschüss. Tschüss. Wow. Wow. Einfach nur wow. Gedankt. Weißt du, wir bauen so tolle Sachen hier. Nee. Alter, Rocky lacht da auch noch drüber. Er findet das sogar noch witzig. Ja. Und dann kriegt unser Drache jetzt Stielaugen. Dann sieht er alles. Oh Mann. Ja. Hendo, hast du nochmal Bilderrahmen, bitte? Dann sieht er so schrecklich aus, wie dann sieht er, wie er aussieht. Also, dann bringt er sich um. Oh je, der Arme. Das an der Seite. Was war das denn? Das war Willis Drache, der gerotzt hat. Hat da jetzt jemand seinen Rasierverschluss? Ein Rasierverschluss? Den Reißverschluss. Den Rasierverschluss habe ich aufgemacht. Was ist denn der Rasierverschluss? Ich habe mich versprochen, ja. Aber ja, einfach spreche ich dir. Jetzt musst du aber auch dazu stehen, was ein Rasierverschluss ist. Du musst einfach clever kontern und einfach sagen, was es ist. Nein, natürlich, das ist. Schlitz. Er ist aber nicht schlagfertig. Schlitz. Schlitz? Schlitz. Auch so ein Schlitz. Der Schädel muss riesig werden. Da sieht's auch nicht mehr so brutal scheiße aus. Schlitz! Alles, was Großes, sieht auch nochmal nicht gut aus. Die Rocky. Oh, danke! Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Was denn? Nicht von Luke. Hä, hey, wieso? Weil du ziemlich klein bist. Wer? Du! Ich bin klein. Du bist der Kleinste hier in der Runde. Das stimmt gar nicht. Du hast aber sowas Kleinste. Von. Aber ohne Scheiß, ich wette, Luke, du bist mit Abstand der Kleinste hier in dieser Runde. Ich wette, ich bin genau fast gleich groß mit Rocky. Jo, okay, auf zwei Fußbänken vielleicht. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Da habe ich gerade ein bisschen gelacht. Ja, so ein bisschen. Toll. Macht das doch alle von der Größe abhängig. Größe ist nicht alles, Leute. Doch. Oh. Ja, aber die Jenny ist auch ein bisschen größer. Und ich glaube, dass ich nach dir der Kleinste bin, Luke. Ja, und dann? Aber ich bin definitiv nicht der Kleinste. Also ich bin schon noch größer als du. Okay. Ja, dann weiter geht's. Debattiert darüber. Aber willst du das ernsthaft jetzt so machen, dass du das Becken einen Block tief gemacht hast? Das fällt dir gar ja, nicht das auf. Ja, das kann man ja noch tiefer machen. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie da jetzt doch... Wow, jetzt sehe ich gerade, dass Jennys Drache größer geworden ist. Ja, Drachen wachsen. Wie, Drachen wachsen? Jetzt ist meine ganze... Wie? Nee, es geht nicht. Ich dachte, die sind immer so groß. Sieht aus, als würde unser Drache sich vor Jennys Drache so verstecken. In dem Wasserloch. Du recht. Ich glaube, das machen wir so, das finde ich gut. Ey, Lukas, weißt du, ihr müsst wieder rauskommen und angreifen, jetzt versteckt er sich schon. Euer Drache hat irgendwie ein bisschen Probleme. Ja, aber das passt gerade so gut. Das passt so gut zu den beiden. Ja, das hier Drache versteckt, er schämt sich. Wow. Wow, Alter, hier wird nur geflamed gegen Lukas? Die Neuen, das ist unglaublich. Irgendwie habe ich unter Drache die Neuen! Oh Mann. Als ob sie hier die Küken wären, weißt du? An den erinnert mich unser Drache ein bisschen. Er ist so
bisschen hast du recht irgendwie. Das sieht auch so ein bisschen so aus. Das sind eigentlich Spinnbeinchen, die da aus dem Wasser kommen? Nein, das sind so seine Klauen, so Krallen, so zwei. Spinnbeinchen, nein, das sind seine Klauen. Ja, ich kann da auch noch eine Klaue dran machen, so, dann hat er drei Klauen, weißt du. Nee, bitte lass es. Der Fuß kommt raus. Aber da müsste er wieder Fuß bauen, das ist doof. Nee, ich mach drei Klauen, oder? Ja, es ist so, das der Schwachpunkt von Luke und Hendo, Füße. Ja, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ah. Vorhin war es doch noch total dein Ding. Ja, nee. Das war noch alte Zeiten. Die guten alten Zeiten. So, jetzt muss ich da hinten nur noch einen Hals dran kriegen. Will ich auch schon gerade machen, hier sind Stirnnacken. Warte, ich mach mal kurz den Umriss davon, pass auf, ungefähr so. So, findest die Krallen aber so. So, ich hab den Umriss davon, ungefähr so, ne? Oh Junge. Das ja, ist so der Nacken. Was machst du denn da? Hendo, was hältst du jetzt von den Krallen? Guck mal, die gehen jetzt so. Als ob die so. Winnie, was ist denn das? Was ist denn das Braune hier? Weiß die soll ja nicht im Gesicht sein. Sollte eigentlich ein Teil von der Nase sein, aber. Die linke Seite. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Warum hat er das dann auch hier? Ja, weil das so von Echsen, die haben doch öfter mal so Lappen. Ah, Stirnacken. Stierlappen meine ich. Stirnlappen. Stirnlappen, ja. Jetzt habe ich die ganze Zeit wegen denen hier einen Stirnacken. Ich jetzt. Stierlappen. Die werden jetzt überall hin übernommen. Ich habe jetzt einfach den Begriff fast übernommen zu sehen. Ich wollte Stirnlappen sagen und nicht Stirnacken. Dann Stierlappen. Das gleiche. Nee, du sollst die Krallen müssen rüber machen, das Gesicht. Mach ich doch gerade. Die anderen. Du hast gesagt, die links. Wir haben noch welche. Ich stehe hier und da ist links. Ja, aber die sind doch voll weit weg. Kann sein, dass Jennys Drache uns anbrüllt. Ja, aber dann lass die nicht so schräg machen. Die sehen scheiße aus, ich mach die gerade. Luke, bitte keine solchen Wörter. Was, gerade? Ich hab auch gerade gedacht. Eins, drei, zwei, zwei. Übst du Kopfrechnen? Ja, da mitten in drin da. 1, 3, 3, 2. Okay, läuft. Bist du sicher? Ich glaube, der läuft nicht. Nee, das schwebt bisher nur. Was ist das denn? Oh Gott. Wird das echt so ein Haarendrachen? Ihr und euer Haarendrache. Ja, Hendo, das wird echt ein Haarendrache. Oh, Jenny, was meinst du so? Ich glaube, Jenny ist gerade sprachlos. So, sieht doch gut aus. Ja, voll Mühe. Warst du Krokodil? Hey, das finde ich jetzt inzwischen schon ziemlich cool, Hendo. Dein Laufdrache. Warum haben wir einen Schleimblock auf der Nase? Ja, was glaubst du wohl? Alter, ich auch. Alter, Rocky. Der Einzige, der Bakterien verteilt, ne? Irgendwie weiß ich nicht, gefällt mir der Mund noch nicht, den muss er nochmal müssen. Der muss Lippen bekommen. So rote. Ganz perfekt ist es noch nicht, immer. Wird immer besser. Boah, noch Flügel dann irgendwie. Ist mir gerade aufgefallen. Ich mach das Wasserloch noch ein bisschen tiefer, oder? Sieht das so, unser Drache sieht einfach nur unepisch aus, weil er direkt so ein riesiger Pferdekopf nimmt. Der ist halt größer als der Drachenkopf, weißt du? Ja, ihr habt recht, der Pferdekopf macht euren Drachen schlecht. Ja, der Pferdekopf ist schon groß. Ey, Fabi, unser Drache sieht inzwischen ganz schön gut aus, finde ich. Ey, was hättest du von der Idee, wenn wir den Kopf hätten so gebaut, dass er ein Stück vom Pferd abbeißt? Wenn wir den Kopf hätten so gebaut! Voila. Okay. Oh,
Rocky, kann sein, dass der Drache Grippe hat irgendwie? Ja. Der hat sogar ein Thermometer. Und Malaria. Was, der hat ein Thermometer? Ja, der hat ein Thermometer im Mund. Das bleibt alles so. Das gefällt mir. Ja, aber dann lass es wenig. Warte, dann machen wir das Thermometer aus Glas und machen oben so ein rotes Ding dran. Warte. Ihr sollt euren eigenen dran verschandeln. Der ist doch kein Verschandeln, Rocky. Findest du das gut? Warte. Gerade. Warte. Jetzt gefällt's mir nicht mehr. Egal. Das sieht aus, als würde eine Zigarre rauchen. Richtig, also. Ja, okay, ist doch nicht so gut geworden. Ich mach's mal wieder weg. So vielleicht? So, so. Ach, sieht doch scheiße aus. Was? Oh. Das sieht voll gut aus, Jenny. Sieht aus, aber es sieht halt aus wie ein Skull Dragon oder so, ne? So ein bisschen. So ein bisschen skallig. So ein Knochendrache oder so. Ich teste jetzt überhaupt mal meine Bahn, ob man die überhaupt gescheit fahren kann. Ja. Endo, unser Drache kriegt eine Brille. Oha. Das ist so eine richtig crazy Brille, war, ne? Ja. Autsch. Oh, man wird auf jeden Fall stößt man bei mir mit dem Kopf so ein bisschen an. Also ich habe noch keine Beschleuniger drin natürlich, aber man stößt bei mir auf jeden Fall kurz mit dem Kopf an. Hey, was hat das mit Beschleunigern zu tun? Wo steckst du denn da an? Bei mir? Ja. Im Hintern stößt man kurz an. Okay. Alles klar. Ja, findest du das lustig, ja? Ja, finde ich lustig. Du lachst auch immer über Leute und sagst einfach immer so einen Scheiß. Ja. Was? Mach mal lieber das Wetter schön. Das kann er nicht. Achtung! Ist immer noch scheiße. Dann machst du es selber. Nein. Gut, dann nicht. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich das bauen soll. Ah, das kriegst du schon alles hin. Ich sehe bei meinem Texture Pack nicht, wann. Achso, jetzt sehe ich, wann meine Power Trails an sind. Ja, das sieht so komisch aus. Dann nur der Kopf ist hier gut gelungen. Auch der Stirnacken sieht richtig aus. Also der nicht, Stirnacken. Die Säule hier soll. Der Stirnacken. Warte, ich muss so kurz die Zahl geprügelt, sonst komme ich hier nicht rein. So, okay, jetzt gucke ich mal das Ganze. Habe ich mal Beschleuniger reingemacht und dann teste ich mal, ob das Ganze jetzt so funktioniert. Okay. Ja. Also es geht zumindest mal so. Also man kommt auf jeden Fall schon mal hinten dann aus dem Drachen wieder raus und fährt dann gekonnt weiter. Also ich könnte jetzt super gut zu dir rüberfahren, Jenny, mit meinem Drachen. Ja gut, vielleicht das ist der Drachen und ich werde dich jetzt... Ja, vielleicht mache ich auch einfach die Strecke so weiter und fahre sie quasi nochmal zurück, den Drachenrücken hoch und dann... Ach, keine Ahnung, irgendwie total episch weiter. Aber schau, Jenny, komm mal kurz her. Fahr auch mal kurz. Das ist zwar noch ultra unspektakulär, aber du kriegst den Flash hier. Hier.
Und anschieben. Fabi baut schon voll krass seine Bahn dahin, aua, seinen Drachen rein. Ich auch. Tada! Yay. Der Nacken ist ja fertig. Sehr gut. Gut. Der Stirnnacken. Auch wenn man kurz Schmerzen hat, aber das liegt einfach daran, man hat einfach Schmerzen, wenn man hinten aus dem Drachenpopo kommt. Okay. Gut, damit sind wir aber auch mit den ersten Folgen vorerst durch. Wir haben schon sehr viel geschafft, bis auf Luke und Hendo. Und nein, das ist auch schon, das sieht schon deutlich besser aus, als was ihr davor gebaut habt. Ja, aber seitdem ich halt nicht mehr in dem Team dabei bin, da hinten läuft da nichts mehr. Da läuft's richtig. Dann geht's erst richtig los hier. Jetzt haben wir halt aber 4 Drachen und einen Pferdekopf. So muss auf jeden Fall eine Folge heißen. Okay, damit verabschiede ich mich dann aber auch. Ich muss gucken, ich hoffe, dass ich so bald wie möglich wieder mit meinem alten Aufnahmesachen weitermachen kann dann. Und so lange dann eben noch auf diesem Rechner. Aber bis dahin, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüssi. Die erste Aufnahmesession ist vorüber. Das Thema Pferde und Drachen gar nicht mal so einfach, wie wir dachten. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.